Ja, wir präsentieren euch hier heute den neuen NSE-Hubschrauber Hubi 8000. Hubi 8000 wurde entworfen, um Anti-NSE-Spionage zu betreiben. Mit diesem Hubschrauber werden wir direkt in die amerikanische Botschaft fliegen, ein paar kleine Napalm-Bömmchen abwerfen, um danach denen zu verklickern, dass es nicht in Ordnung war, was sie da gemacht haben. Hubi 8000 wird jetzt gleich fliegen. Hier sind die beiden Ingenieure, Loki und Sigi. Ich bin natürlich der Star-Designer. Und jetzt geht's los. Das ist hier mal die Fernbedienung, Alter. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt fliegen können und filmen gleichzeitig. Aber wir sind ja multilingual veranlagt. Und somit geht eigentlich alles. Gucken wir mal. Da geht schon mal nichts. Na super. Okay, erster Absturz. Warte. Erster Absturz. Das Ding bauen wir mal gleich hier wieder auf. So. Und zack. Und jetzt lassen wir mal fliegen. Oh. Ja, er stürzt ganz schön oft ab. Man muss sich einfliegen. Man muss sich halt einfliegen mit dem Gerät, weil das Gerät ja halt ein Prototyp ist. Hubschrauber gibt es ja noch nicht so lange. Naja, jetzt können Sie sich ja vorstellen, das bedarf einiger Trainingsstunden, aber wir machen das nochmal. Ne? Schon ganz gut. Zwar erstmal im Busch geflogen, aber schon mal halb fantastisch. Ich würde sagen, Hubi 8000, Jackie Jackson, Sigi und die Loki sagen erstmal Tschüsselinger und bis später legen. Und wir fliegen erstmal weiter. Bis gleich.